Der Abgeordnete ist am Weg zum Rednerpult und ist jetzt am Wort. Sehr geschätzte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher der heutigen Plenarsitzung. Wir sind bei einem sehr spannenden Teil angelangt, bei einem Punkt, der für Österreich entscheidend ist, einem Punkt, der für die Energiewirtschaft, aber auch für den Klimaschutz und für das ganze gesamte Energieaufkommen unseres Landes entscheidend ist. Wir sind beim Energieeffizienzreformgesetz, das eine Weichenstellung bedeuten würde. Und ich betone jetzt einmal an dieser Stelle noch den Konjunktiv. Betrachte die ganze Geschichte aber zuerst von einer anderen Seite, um die Situation vielleicht etwas zu entspannen. In meiner Heimatstadt in Gleisdorf, einer kleinen oststeirischen Stadt, gab es vor rund einem halben Jahr eine Abstimmung zum Thema der Straßenbeleuchtung, ein Bürgerbeteiligungsprozess, um die Menschen mit ins Boot zu nehmen bei der Entscheidung, sparen wir Energie zu Zeiten, wo wir sie nicht unbedingt brauchen. Und damals gab es eine erfreulicherweise sehr hohe Beteiligung bei diesem Bürgerbeteiligungsprozess und eine wirklich klare Mehrheit sprach sich für das Abschalten der Straßenbeleuchtung ab 22 Uhr aus. Momentan evaluieren wir gerade diese Entscheidung, weil es einfach wichtig ist, nachzufragen, zu reflektieren und die Menschen wieder mitzunehmen. Aber was heißt das im Wesentlichen? Die Menschen sind bereit, auf Energie zu verzichten, im Bewusstsein, dass Energie ein wertvolles Gut ist und dass wir nur mit weniger Energieverbrauch auch die Ziele, die wir uns alle setzen sollten, erreichen können. Das bedeutet nach wie vor, meine geschätzten Damen und Herren, nach wie vor die beste Energie ist jene, die wir produktiv und nachhaltig für die Menschen und die Gesellschaft einsetzen. Das ist doch immer die beste Energie. Aber die zweitbeste, die zweitbeste Energie ist jene, die wir gar nicht verbrauchen. Das ist die zweitbeste Energie. Nämlich die im vollen Bewusstsein zu entscheiden, ich verzichte auf Energie, die mir persönlich keine Einschränkung bringt, aber die sonst halt nice to have gewesen wäre und die ich nicht verbrauche. Das bedeutet, wir würden mit diesem Gesetz dort aufsetzen, wo wir den Menschen klar machen, wir müssen den Energieverbrauch der Welt, den Energieverbrauch unseres Staates, der Regionen einfach senken, um die Ziele, die wir uns setzen, auch zu erreichen. Und das Ziel ist unter anderem natürlich auch die Förderung und energieeffizienten Technologien und den Übergang zu einer nachhaltigen und energieeffizienten, ressourcenschonenden Wirtschaft zu erreichen. Zu einer ressourcenschonenden Wirtschaft. Dieser Prozess, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein exorbitant wichtiger, aber auch ein exorbitant komplexer. Denn Wirtschaftssysteme, Unternehmen, die produzieren müssen, hinzubringen zu erneuerbarer Energie, hin zu Energieeinsparungen, das ist ja nicht nur ein Sparprozess, das ist auch ein Diskussionsprozess und das ist natürlich auch ein wirtschaftsgetriebener Prozess, bei dem es um Leben oder Nichtleben geht. Und da kann der Gesetzgeber nicht drüber fahren und sagen, macht es und ihr geht unter. Also da muss die Wirtschaft mitgenommen werden und das ist natürlich eine komplexe Herausforderung. Das zweite Ziel ist die Haushalte und insbesondere die einkommensschwachen und energiearmen Haushalte bei der Reduktion des Energieverbrauchs zu unterstützen und das zur nationalen Klimaneutralität bis 2040 hier diesen Beitrag zu leisten. Meine Damen und Herren, das möchte ich noch einmal unterstreichen. Es geht darum, in einer sozialen Verantwortung Menschen zu unterstützen, die sich bei der Energieaufbringung schwer tun, die sich bei der Finanzierung ihres Energiehaushaltes schwer tun, die wollen wir und aktiv unterstützen. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo ich mir wirklich ein bisschen schwer tue. Wir wissen alle, dieses Gesetz braucht eine Zweidrittelmehrheit. Und jetzt erwarte ich mir von der FPÖ ja nicht wirklich Zustimmung, weil die Glaubwürdigkeit einer Partei, deren Clubobmann
zum 27. Mal entschuldigt ist, auch wenn es um seine eigene Aktuelle Stunde geht. Die Glaubwürdigkeit dieser Partei ist für mich extrem angekratzt und auch einer Partei, für die der Klimawandel ja eigentlich nicht ganz so wirklich stattfindet und die aus diesen Beweggründen zu einem Gesetz nicht zustimmen. Also von der FPÖ erwarte ich mir ja ohne dies keine Zustimmung. Aber von der SPÖ, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätte ich mir in diesem Punkt sehr wohl die Zustimmung erwartet. Und, liebe Kollegen und Kolleginnen von der SPÖ, Ihre Ankündigung, prinzipiell dagegen zu sein, ist einige Wochen alt, noch weit vor dieser heutigen Abstimmung. Es wäre noch Zeit zur Umkehr gewesen. Aber Sie junktimieren Dinge, die nicht zusammengehören. Sie junktimieren Dinge, die miteinander nichts zu tun haben. Sie junktimieren Dinge, die diesem Gesetz, die dieser Entwicklung schaden. Das bedeutet, Sie schaden Österreich. Und heute hier nicht mitzustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPÖ, das ist Arbeitsverweigerung mit Anlauf. Arbeitsverweigerung mit Anlauf, die Sie hier betreiben, zum Schaden von Österreich. Ich hoffe, Sie können sich morgen in den Spiegel schauen. Es mag sein, dass ein neuer SPÖ-Vorsitz diese Dinge mal anders sieht. Ich hoffe, dass Sie heute noch umkehren. Wenn es heute nicht passiert, hoffe ich, dass eine neue SPÖ-Führung das tut. Das ist meine wirklich innige Hoffnung, weil es hier nicht um parteipolitische Interessen geht, weil es hier um energiepolitische Interessen geht. Und du, lieber Arnold Schroll, ein ausgewiesener Energieexperte, du verweigerst dich heute dieser Abstimmung wider besseren Wissens. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich appelliere noch einmal an die SPÖ, bei diesem wirklich wichtigen Gesetz mitzustimmen, das für uns im gesamten Energieaufkommen von essentieller Bedeutung ist. Ich appelliere an euch, stimmt mit. Und vielleicht noch ein Satz zu den Netzen, weil sie hier wieder zitiert wurden, auch von dir, Kollege Walter Rauch. Also, dass die Netze zwischen ÖVP und SPÖ aufgeteilt werden, das ist eine Mär, die ihr gerne pflegt. In Wirklichkeit sind es hier Gesellschaften, Aktiengesellschaften, die am Markt bestehen müssen und die einen Versorgungsauftrag haben, der wiederum vom Regulator kontrolliert wird. Und Die Klage der Menschen besteht zu Recht, dass die Einspeisung von PV-Anlagen dort und da nicht möglich ist. Warum ist sie nicht möglich? Weil die Netze bis zum Jahr 2022 an dem ausgelegt waren, was das Netz vertragen musste. Und bis dahin hatten wir in der Regel einen Erzeuger hier und Verbraucher hier. Heute haben wir den Erzeuger hier, Erzeuger, 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 Erzeuger und irgendwann einen Verbraucher, der wiederum erzeugt. Das heißt, die Netze sind ja ganz anderen Belastungen ausgesetzt als noch vor 2 Jahren. Und niemand kann erwarten, dass Netzbetreiber auf einen Schnipper hin die Netze so ausbauen, dass sie alle diese Anforderungen erfüllen. Was jetzt gebraucht wird, geschätzte Damen und Herren, was jetzt gebraucht wird, sind 2 Dinge. Zum einen den Entschluss der Netzbetreiber, diesen Ausbau mit aller Kraft zu forcieren. Und was es dazu auch braucht, ist Kapital. Kapital, das wir sonst am Markt aufnehmen müssten zu bekannten Zinsen, das wiederum dann in weiterer Folge ja den Kundinnen und Kunden schadet. Das bedeutet, ich bin dagegen, dass Betriebe Übergewinne machen, aber dass Netzbetreiber Gewinne machen, um diese in den Netzausbau zu investieren, zugunsten der Menschen in unserem Land, zugunsten der erneuerbaren Energie, zugunsten des PV-Ausbaus und. Das sollten wir bitte alle unterstreichen. Und bitte lassen wir doch dabei diese Polemik, mit wem das wem gehört, weg. Das hat doch keinen Platz. Wir
sind gefordert, dass die Netzbetreiber, auch die Landesgesellschaften hier, die Netze ausbauen, so dass wir die Klimaziele auch schaffen. Geschätzte Damen und Herren, ich komme noch einmal zurück zum Energieeffizienzgesetz und lassen Sie mich noch kurz replizieren. Dieses Gesetz fördert innovative und energieeffiziente Technologien. Es fördert energieeffiziente und innovative Technologien, was auch der wirtschaftlichen Entwicklung einen Schub geben kann. Ich hoffe, die SPÖ berät sich gerade, ob sie vielleicht doch zustimmen. Jedenfalls, das fördert dieses Gesetz. Und es berücksichtigt noch einmal energiearme Haushalte mit über 150 Millionen Euro Förderung, die diese Haushalte dringend in den nächsten Jahren brauchen, um ihr Dasein zu sichern. Und wir können das alle hier heute beschließen. Es ist nicht nur die Regierung, wir können es alle. Und ich bedanke mich auch bei den NEOS, die hier mitziehen. Und ich hoffe auf die SPÖ, dass sie auch mitzieht, dass wir alle heute die Grundlage dafür schaffen, dass die Menschen in diesem Land die Energie, die sie brauchen, auch bezahlen können. Und zu guter Letzt, ja, wir folgen damit einem Auftrag der Europäischen Union. Und ja, wir haben kein Interesse an einem Vertragsverletzungsverfahren, weil wir eigentlich nur ein Ziel verfolgen und verfolgen sollten. Das ist das Klimaziel. Und das ist das Ziel, dieses Energieeffizienz zu beschließen, damit wir in Österreich, damit die Menschen in unserem Lande es schaffen können, an diesen Klimazielen sich zu beteiligen und gemeinsam die Klimawende zu schaffen und gemeinsam die Energieeffizienz voranzutreiben. Dankeschön. Es sei noch Zeit umzukehren, sagt Christoph Stark von der ÖVP Richtung SPÖ. Das sei Arbeitsverweigerung zum Schaden von Österreich.